Kowalski. Nein, nein, nein! Unmöglich! Wie kann das sein? Agapius, was ist los? Was hast du herausgefunden? Herr, ein Name. Hier, in den Aufzeichnungen. Immer wieder. Der Name des Mannes, der die Messer anführt. Der Eisvogel. Man sollte diesen Eisvogel mit seinen eigenen Klingen aufschlitzen und seine Leiche als Warnung für alle Feinde Euboias aufhängen. So denken nur Söldner. So einfach ist es nicht. Agapios, sag es ihm. Als wir jung waren, taten wir so, als wäre ich das Rotkehlchen und mein Bruder der Eisvogel. Aber er starb. Er sollte tot sein. Ich habe ihn betrauert und errichtete ihm ein Grab. Bitte, sag mir, dass er keiner von ihnen ist. Ich flehe dich an. Sag, dass mein Bruder keiner der Messer ist. Dein Bruder hat vermutlich etwas damit zu tun, Agapios. Wenn er der Eisvogel ist, arbeitet er für die Messer. Nein, das ist nicht der Junge, den ich kannte. Er beschützte mich, rettete mich. Wer der Eisvogel auch ist, er ist nicht mein Bruder. Dein Bruder kann doch nicht schon immer der Eisvogel gewesen sein. Natürlich nicht. Neritos. Sein Name war Neritos. Er war älter als ich. Und machte auch mehr Ärger. Er kämpfte und er stahl. Aber er kümmerte sich um mich. Nichts ist wichtiger für Euboias Überleben, als die Messer aufzuhalten. Tut mir leid, alter Freund. Aber der Eisvogel muss beseitigt werden, ob er dein Bruder ist oder nicht. Ich... Ja, Herr. Ich verstehe. Bitte hilf mir, die wahre Identität des Eisvogels aufzudecken. Um die Ehre meines Bruders zu retten und die Messe aufzuhalten. Euboia stünde in deiner Schuld. Mehr als jetzt schon. Der Archon ist ein sehr reicher Mann. Du würdest großzügig belohnt werden. Ich helfe dir, Agapios. Aber sei auf das Schlimmste vorbereitet. Sämtliche Beweise deuten bislang auf deinen Bruder. Eisvögel sind hier sehr verbreitet. Der Name bedeutet nicht, dass mein Bruder der Schuldige ist. Ich kenne einen Bauern, der mit dem inneren Kreis der Messer zu tun hat. Wenn einer das wahre Gesicht des Eisvogels kennt, dann er. Ich werde ihn aufsuchen. Hast du noch mehr Hinweise? Vor der Südküste Euboias liegt das Wrack eines Schiffs. Und das Theater in der Stadt Kalkis hat die Lügen der Messer verbreitet. Ich weiß fürs Erste genug. Und der Eisvogel, was, wenn es doch dein Bruder ist? Wenn er der Hintermann der Messer ist? Das ist er nicht. Komm zu mir zurück, wenn du mehr erfahren hast. Ihn zu töten bringt überhaupt nichts, Praxilios! Aber wir können hier nicht rumsitzen und uns das antun lassen, Hidia. Unseren Kindern. Glaubst du, ich würde nicht an ihr Wohlergehen denken? Tja, jedenfalls benimmst du dich nicht so. Du wagst es! Beruhigt euch und hört euch mal selbst an. Ihr macht den Kindern Angst. Für wen hältst du dich? Der Söldner hat recht. Beruhige dich. Es ist schlecht für... Rede, Fremder! Agapios schickt mich. Er will die Unschuld seines Bruders beweisen und die Messer zerschlagen. Sein Bruder? Neritos? Ist er nicht jetzt... Schweig, Hidia. Wir haben schon genug Probleme. Sagt, was ihr wisst. Ich schlag dir was vor. Töte einen Mann für mich. Hilf mir. Dann erzähle ich dir vom Hauptquartier der Messer. Was soll das? Kein Blutvergießen!
nur mit dem Mann. Erinnere ihn an sein Ehrenwort zu zahlen. Gut. Ich kümmere mich um euer Problem. Es gibt da so einen Mann von den Messern. Er bat uns um Hilfe bei der Verbreitung ihrer Absichten. Die Messer sind uns egal, aber wir brauchten zusätzliche Einnahmen. Er wollte von uns, dass wir und die Kinder die Botschaft der Messer im Theater und auf der Straße verbreiten. Er benutzt euch nur und eure Kinder als Sympathieträger. Jetzt will er, dass wir kostenlos weitermachen. Er zahlt nicht mehr und hat gedroht, unseren Kindern etwas anzutun, wenn wir nicht weitermachen. Ich hatte vor, ihn selbst zu töten, aber Idia... Wir können doch nicht einfach so morden, Praxilios. So sind wir nicht. Er wohnt in dem großen Haus im Zentrum der Stadt. Töte ihn und wir werden dich bezahlen. Hör dich nur mal an. Rede mit ihm und schüchtere ihn ein, wenn es sein muss. Aber wir sind keine Wilden. Ich will den Kindern nicht so ein fürchterliches Vorbild sein. Ich kümmere mich um ihn. Vergesst nur nicht zu bezahlen. Wenn du sonst noch etwas brauchst oder vergisst, wo du den Mann findest, dann frag uns einfach. Sie werden es trotzdem weitermachen. Das ist er. Der Mann von den Messern, der die beiden bedroht hat. Das ist das große Haus, von dem sie sprachen. Aber es muss sein. Ich muss es tun. Für die Familie. Er sah gar nicht gefährlich aus. Diese Schweine von den Messern nicht zu ihnen... Halt's Maul! Wir werden deine kostbaren Kinder finden. Die bringen uns gutes Geld ein. Lass sie sofort gehen! Ich lasse sie gehen, wenn ich sie zurechtgeschnitten habe. Malaka! Die Messer wissen deine Einmischung ganz und gar nicht zu schätzen. Dann solltet ihr Malakas mir aus dem Weg gehen! Ich bin ein Mann, der Dramen mag. Also lass es uns etwas interessanter machen. Du, Söldner, scheinst auch einen Sinn für Dramatik zu haben. Und wir sind hier in einem Theater. Also darfst du entscheiden, wie dieses kleine Stück ausgeht. Komm zur Sache. Jemand wird hier heute sterben. Ja, und zwar du. Versuch's. Und die beiden sind verblutet, bevor du bei mir bist. Tu nichts Unüberlegtes, Söldner. Aber wie gesagt, jemand muss sterben. Aber nur einer. Es macht viel mehr Spaß, wenn einer lebt, um den anderen bluten zu sehen. Also, eifriger Söldner, sag uns, wer soll leben? Rette Idia, Söldner. Was? Rette Praxilios, Söldner! Die Kinder brauchen Nein, ihn! Nein, rette Idia, bitte! Damit rettest Genug. Du mehr als... Die Zeit ist um! Wähle ein Ende für dein Drama, Söldner! Ich rette beide, aber du stirbst, Messerabschaum! Ah, falsche Antwort! Skyros, Söldner! Geh nach Skyros! Sag es Agapios! Von dort aus kontrollieren sie Olboia! Halte sie auf! Du kleines... Eure letzten Worte sollen nicht umsonst gewesen sein.
Agapios wird von Skyros erfahren. Und ich werde euch beide rächen. Ich muss immer noch Agapios Hinweis nachgehen. Das muss der Hof sein, den Agapios erwähnt hat. Ich sollte mir anhören, was der Bauer über die Messer weiß. Söldner! Ich muss mit deinem Mann sprechen. Ah, vergiss ihn. Ich brauche deine Hilfe. Ist das so? Holst du mir was zu trinken? Die Sklaven sind beschäftigt und ich habe Durst. Nein, der Wein steht gleich neben dir. Sag mir, wo ich deinen Mann finden kann. Irgendwo auf der Straße nach Osten, glaube ich. Er liefert Weizen und Trauben aus. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Viele Tage. Wochen. Oh nein. Vielleicht steckt er in Schwierigkeiten. Du musst eine Menge getrunken haben, wenn du nicht merkst, dass dein Ehemann fort ist. Ja, mal ganz unter uns. Wenn man genug Wein intus hat, mag man eh nichts mehr. Dein Mann hat doch sicher Feinde oder so etwas. Jemand, der profitieren würde, wenn er verschwindet. Die Messer. Wenn du reich bist, sind das deine Feinde. Einer, der hier das Sagen hat, kommt mit seinen verfluchten Messerfreunden immer wieder her. Sie fordern erfundene Steuern und verprügeln ihn, wenn er nicht zahlt. Wirst du ihn finden? Findest du meinen Mann? Keine Sorge, ich finde ihn. Hab Dank. Und kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Du musst mir alles sagen, was du über die Messer weißt. Messer? Das sind so süße kleine Minischwerter. Was? Nein, die Messer. Die Messer, die du gerade erwähnt hast. Oh, richtig. Das sind einfach irgendwelche Männer. Gierig. Größenwahnsinnig. Sie lassen arme, unschuldige Sklavenbesitzer wie uns förmlich ausbluten. Ich habe genug gehört. Ich gehe nach Osten und finde deinen Mann. Ich danke dir vielmals. Wenn ich der Straße nach Osten folge, sollte ich die Spur des Vermissten aufnehmen können. Pass auf, wo du hinreitest! Für wen hältst du dich?
Die Karren des Bauern. Sieht so aus, als wollte er einer Patrouille entkommen. Ging nicht gut aus. Was ist dir passiert? Wachen. Korrupte Wachen. Sie haben Steuern verlangt. Sie verlangen immer Steuern. Sie brachten meinen Herrn zur Festung Düsters. Er hätte ihre dummen Steuern zahlen sollen. Er hätte zahlen sollen. Ich sollte zu dieser Festung gehen. Das muss der Bauer sein. Er wurde eingesperrt. Festung Düsters. Ziemlich groß. Irgendwo da drin müsste ihr Ehemann sein. Steuern bezahlt, die ihr erfunden habt. Ich habe einfach nichts mehr übrig. Ich kenne deinen Hof, Freundchen. Sag mir nicht, dass ich leider bin. Ich sollte gar nicht hier drin sein. Ich bin kein Sklave. Egal was passiert, geh einfach weiter. Ich lass dich nicht sterben. Ich kenne einen geheimen Weg hier raus. Es kommt mir vor, als würden wir alle zwei Wochen hier einsperren.
Halt den Kopf unten. Wir müssen die Straße erreichen. Du hast mich gerettet. Überrascht? Es ist nur, du siehst eher wie ein Mörder aus, nicht wie ein Held. Ein Mann namens Agapios glaubt, du könntest den Eisvogel identifizieren. Wenn ich herausfinde, wer er ist, kann ich die Messer aufhalten. Ah, also willst du eigentlich Euboea retten? Trotzdem, danke. Was du auch über den Eisvogel weißt, ich muss es wissen. Er kam zu mir, der Eisvogel mit seinen Schergen, und wollte Steuern eintreiben. Ich habe ihn bezahlt und reich gemacht. Wenn ich dir seinen Namen sage, bin ich ein toter Mann. Sag ihn. Ich kann nicht, was er mir antun würde. Und meiner Frau. Sag seinen Namen! Neritos. Sein Name ist Neritos. Aber du musst ihn aufhalten. Agapios, Bruder. Er ist es. Ich muss immer noch Agapios Hinweisen nachgehen. Hat Agapios dich geschickt? Ja. Wurdest du verfolgt? Nein. Ist dir wirklich niemand gefolgt? Sogar ich kann nie ganz sicher sein, dass mir niemand gefolgt ist. Dann sind wir in Gefahr. Ich bin Söldner. Gefahr ist mein Beruf. Aber nicht so. Nichts ist wie die Messer. Ihr Einfluss und ihre Gier sind grenzenlos. Sie beobachten das Schiffswrack und mit Sicherheit auch dich. Was genau ist mit dem Schiff untergegangen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Schiff zur Flotte der Messer gehört hat. Sie versuchen verzweifelt, etwas von da unten zu bergen. Wenn es den Messern wichtig ist, ist es auch wichtig für uns. Woher weißt du, dass die Messer das Schiffswrack beobachten? Ich sah sie dorthin rudern. Sie tauchen und kommen nicht wieder hoch. Wenn doch, sind sie halb ertrunken und verängstigt. Sie werden gezwungen, wieder und wieder zu tauchen, bis sie schließlich tot sind. Die Messer suchen nach etwas und hören nicht auf, bis sie es haben. Wie wurdest du in diese Geschichte verwickelt? Es war das Schiff meines Herrn, das Schiff der Messer angriff. Doch er und viele seiner Männer verloren im Kampf ihr Leben. Was immer es ist, ich hole es. Danke. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du gehst? Du musst einiges über Agapios wissen. Oh, ich könnte dir viel über Agapios erzählen. Aber ich erzähle dir das Einzige, das zählt. Er ist ein guter Mann. Vertrauen ist das Wichtigste für ihn. Ich weiß genug. Was immer das Schiff geladen hatte, ist von großem Interesse für die Messer. Wenn du es besorgen kannst, ist mein Herr nicht umsonst gestorben. Triff mich danach in Eretria. Söldner, hier drüben. Da ist es, das Schiffswrack.
Trümmer vom versunkenen Schiff der Messer. Eine seltsame Klinge. Das muss es sein, was die Messer suchen. Jetzt muss ich die Frau in Eretria finden. Konzentriert euch auf die Arbeit! Beobachte! Sag mir warum! Warum interessierst du dich für das Wrack? Welches Wrack? Ich weiß nicht. Oder Hilfe! Hilf mir doch jemand! Ich sollte sehen, ob es der Frau gut geht. Bist du verletzt? Ich. Hab keine Angst, du bist sicher. Danke für die Rettung. Hast du etwas gefunden? Ja, ich fand diese Klinge. Sie ist voller seltsamer Zeichen. Dann war das überaus wichtige Objekt der Messer ein Messer? Diese Klinge wird für Opfergaben an Achilleus benutzt. Die Messer scheinen ihn zu verehren. Finde den richtigen Tempel des Achilleus, dann findest du auch die Messer. Nur, welcher ist der richtige? Was wirst du tun, wenn die Messer besiegt sind? Es wird schön sein, ohne Furcht zu leben. Doch ich bin immer noch eine Sklavin ohne Herrn. Ein Sklave ohne Herrn ist frei. Agapios wird es wissen, wenn ich ihm die Klinge zeige. Du solltest vorerst untertauchen, bis das alles vorbei ist. Ich kann nirgendwo hin. Ich habe nichts außer den Kleidern am Leib. Hier, das sollte für den Anfang reichen. Hab Dank, Söldner. Ich werde nie vergessen, was du mir gabst. Freiheit. Ich muss immer noch Agapios hinweisen. Ich muss ihm sagen, was ich erfahren habe. Er wird es sicher nicht gerne hören.
Du bist zurück. Was hast du erfahren? Die Messer haben ihr Lager auf Skyros. Sie scheinen ein Ritual beim Tempel des Achilleus zu planen. Was hast du über meinen Bruder erfahren? Lebt er? Ist er der Eisvogel? Es tut mir leid, Agapios. Neritos ist der Eisvogel. Er steht hinter den Messern. Neritos hat sich ständig nur Ärger eingehandelt. Ein Tempel für Achilleus auf Skyros, sagst du? Agapios! Halt, Sklave! Halt, Sklave! Wache! Wache! Nein! Dieser Mann verdiente sich seine Freiheit vor langer Zeit. Dank dir wurde das wahre Gesicht der Messer enthüllt. Und Oboja hat eine Chance zu überleben. Du hast dir deine Belohnung verdient. Obwohl ich fürchte, dass es nicht reichen wird, Skyros zu stürmen. Der Eisvogel hat sich jahrzehntelang im Schatten versteckt. Es wird nicht einfach, das zu beenden. Hilf mir! Hilf, Euboja! Ich tue, was ich kann. Gut, gut. Ich führe einen kleinen Trupp zum Schmugglerhafen auf Skyros. Triff mich dort und wir werden die Messer gemeinsam zerschlagen. Que la no tiene vale.